Locked and loaded! Willkommen zurück, liebe Freunde, bei einer neuen Folge der See, bei der 51. Und wir haben ein Problem. Wie ihr letztens gesehen habt, haben mich die Zombies ganz schön zermitschen getut. Und wir sind jetzt auf der Suche nach Bandagen und das sieht echt nicht gut aus. Die Farbe ist schon wieder weg. So kenne ich Daisy ja irgendwie am besten, ist so das Gefühl. Wir müssen jetzt halt ganz schnell irgendwie irgendwo Bandagen finden. Was ist das? Mal keine Bandagen, scheiße. Komm, scheiß drauf, Essen nehmen wir mit. Aber ich brauche mal Bandagen. Das ist mir jetzt wichtiger als irgendwie Essen eigentlich. Sonst verblute ich hier und das will ich nicht. Falsche Taste. Ihr seht, bleeding und hungry bin ich auch immer noch. Ich habe nämlich nicht gegessen seit der letzten Folge. Doof wie ich bin. Kacke. Also mega gut angefangen die letzte Folge, aber dann total dämlich geendet. Ich werde nie wieder auf einen Zombie schießen, glaube ich. Und wenn, dann werde ich da nicht bleiben. Oder zumindest nicht in so einem Turm drauf schießen. Kann ich die zerreißen? Bitte. T-Interrex, yes! Gott sei Dank. Use, schnell. Nein! You're unconscious! Nein! Und aus unconscious wurde dead. Ja. Ein kleiner Cut hat sich hier eingemogelt, wie ihr vielleicht bemerkt habt. Liegt daran, dass ich nicht mehr wusste, ob das Aufnahmeprogramm überhaupt mitmachte. Denn es hat angezeigt, dass es nicht mehr aufnimmt, hat aber aufgenommen. Dadurch habt ihr, oder hättet ihr, ein paar unschöne Geräusche gehabt, deswegen cutte ich das Ganze, oder habe ich das Ganze gecuttet. Und nun seht ihr mich hier wieder am Anfang. Ich habe wieder mal keine Ahnung, wo ich überhaupt bin. Und es geht weiter. Mal wieder. Ja, der Charakter hat echt nicht lang überlebt, muss ich sagen. Schon scheiße. Schon so richtig scheiße. Das hätte ich jetzt echt... Also, nein. Das war echt dämlich. Einfach dämlich. Das... Nee. Der Tod war zwar nicht so doof wie beim ersten Mal. Oder beim letzten Mal. Aber, ganz ehrlich, da ärgere ich mich über mich selbst richtig. Ich meine, wir hatten ja gerade auch was, was wir zerreißen konnten. Wir hatten ja was gefunden. Ich habe es jetzt übrigens rausgefunden. Man darf halt einfach nichts benutzen, wo irgendwas drin ist. Zumindest ist das jetzt meine Theorie. Ja. Egal. Gerade das Ding gefunden, Rex gecraftet. Gerade auf Use drück und dann ist es vorbei. Dann bin ich unconscious und dann war ich auch tot. Das ging sehr schnell. Eigentlich hätte ich da noch nicht, aber so viel Blut, wie ich verloren habe, da war es eigentlich kein Wunder. Ja, jetzt muss ich halt wieder alles zusammensuchen. Ich kann mal kurz die Spielerzahl zeigen. Teddy Bear. 4 Spieler sind es jetzt mittlerweile. Der gute Wolf G ist hier nicht mehr da. Aus der letzten Folge. Schade eigentlich. Server ist immer noch der gleiche. Aber ey, komm, das ist... Ehrlich, nee. Mann, das ärgert mich so richtig. Das ärgert mich mehr als vorher. Als der letzte Tod. Wir waren ja gerade wieder so weit erst, dass wir alles hatten. Beim anderen, da haben wir ja viel Zeit mit verbracht, beim anderen Charakter. Und jetzt das. Ah, Mann, ey. Nach Folge 47, jetzt der Tod in Folge 51. Und in Folge 50 hatten wir noch so eine schöne, in Anführungsstrichen, Begegnung. Es war ja keine richtige Begegnung eigentlich. Da ja wir uns nicht gesehen haben. Gehört haben wir uns aber gegenseitig, das war klar. Aber das ist jetzt echt total doof gelaufen. Gut, das heißt, ich muss jetzt alles neu suchen, das ist ja ganz klar. Aber das ist echt, ja. Kann ich leider jetzt nichts ändern dran. Die Folgen wurden auf jeden Fall lustiger. Die letzten, ja.
Ich weiß nicht, aber ich möchte gerne wieder meine Sachen haben, ey. Das ist doof. Die Leiche finde ich so oder so nicht wieder. So schnell. Ich wüsste zwar ungefähr, wie ich hinkomme, aber ich denke mal, erstens war da bestimmt schon ein Spieler oder so. Und wenn nicht, ich schaff's nicht innerhalb von, glaube ich, 10 Minuten oder so dahin. Da jetzt auch schon bestimmt 5 Minuten davon vergangen sind. Mindestens. Ah, ist das ärgerlich. Ah, Mann, ja, I feel thirsty, da kann ich jetzt nichts dran ändern. Stirb doch einfach wieder. Würde passen. Ey, ist das dämlich. Mann! Ja. Wir sind erstmal beim Schiff wieder, ne? Ja, hier ist die Kurve, dann ist da hinten das Schiff, toll. Ja, dann nehme ich euch noch mit auf das Schiff und dann würde ich sagen, auf dem Schiff ist eh nichts, glaube ich, ne? Aber egal. Wohl, ist das Schiff überhaupt hier? Ich weiß es gar nicht. Doch, klar. Da vorne kommt es ja schon. Würde ich sagen, nach dem Schiff mache ich auch Folgenpäuschen und werde dann das ganze Looten und so im Stream dann wahrscheinlich machen. Oder gemacht haben. Ja, natürlich lauf da durch. Durchs Wasser ist ja auch kein Problem. Kann ich wenigstens was trinken? Ja, wenigstens das geht. Immerhin etwas. Gott sei Dank. Schöne Hose hast du an, ey, ehrlich. Krass, Mann. Ja, hungry sind wir natürlich, ist ja klar. Wir sind alles gewesen. Na, guck mal, wir haben wenigstens eine Rack. Also ein Rack-Ding da. Das. Oh, nee, Mann. Komm, Leute, das ist nicht normal. Aber das waren auch verdammt viele Zombies, ganz ehrlich. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass ich sowas hatte, ne? Also. Hydrated, ja, immerhin. I'm promptly cooling off, ja, das glaube ich dir. I feel damp, natürlich. Sobald ich mich wegbewege, bist du damp, ist klar. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja gut, so schnell kann es gehen. Nicht ärgern, nicht aufregen. Ich werde mich noch weiter darüber ärgern und aufregen, aber... Naja, ich kann es jetzt eh nicht ändern. Das Schiff ist schon schön, muss man sagen. Ist schon eine schöne Location hier auf jeden Fall. Ist echt geil gemacht. Vielleicht finden wir jetzt hier wieder mal... Irgendwie wenigstens eine Jacke oder sowas. Jo, so sollte man es nicht machen. Das war zu schnell. Wahrscheinlich kommt jetzt hier gleich noch ein Spieler uns entgegen auf dem Schiff und dann war es das wieder. Wundern wird es mich ja nicht. Ach, guck mal an, wenigstens eine Wessel. Ja, komm, die können wir ja wegschmeißen. Ein paar Ski wenigstens dahin und die können wir ja zur Not jetzt nochmal damit hinpacken. Haben wir wenigstens etwas. Krass, das war knapp. Da liegt eine Hose. Können wir gleich mal mitnehmen. Nein, eine Jacke. Wir haben schon mal ein bisschen mehr Platz. Moment, das nehmen wir mal so. Das können wir jetzt mal vielleicht bring out. Oh, cool, wie wir die Luft einfach ausbringen. Das ist genial. Geil. Ja, so richtig schön. Ja, was das jetzt gebracht hat, kann ich euch gar nicht sagen. Ist jetzt eigentlich auch egal. Was ist denn da? Das ist ein Rettungsring. Ja, toll. Da liegt nichts, soweit ich sehen kann. Hier liegt wieder was. Was ist denn das? Ah, diese scheiß Powdered Milk. Das nervt mich. Was bringt es denn? Was ist das da? Ne, das ist nichts. Das gehört dazu. Okay, sehr gut. Ja. Eigentlich will ich nicht, aber man kann es ja mal versuchen. Ne.
wegen einem Hut gehe ich da nicht weiter hoch. Der ist es mir nicht wert. Aber hier gehen wir hoch. Oder auch nicht. Ja, doch. Genau. So geht's. Ja, komm. Fall runter. Ist ja auch gar kein Problem, ne? So. Wenigstens hat uns das jetzt keinen Schaden gekostet oder so. Oder? Nein. Gut. Und slowly warming up ist doch gut. Nichts. Toll. Ja, toll. Solnitschny. Mal wieder direkt bei Solnitschny. Das ist zum Kotzen. Hätten wir nicht bei Kamishovo spawnen können? Den Spawnort fand ich definitiv cooler. Als hier, diese Scheiße. Ich meine, wir sind am Schiff. Das ist ja schön und gut. Was nicht so stark frequentiert ist, leider. Weil es ist eine geile Location, auf jeden Fall. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Das noch bei Sonnenuntergang, das ist richtig geil hier. Ah, schade. Ich möchte auch mal... Ach so. Ja, cool. Das wusste ich auch noch nicht, dass man hier ins Rettungsboot kann. Aber da wird wahrscheinlich nichts sein, ne? Nö. Wenn ich da jetzt runterspringe... Was passiert dann? Nein, 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 nein. Ja, von wegen. Das probiere ich jetzt nicht aus. Ich wollte ja dieses Jahr einen 12-Stunden-Stream machen. Das habe ich ja schon mal gesagt, in einigen Streams auch angekündigt und auch schon in ein paar Videos gesagt, glaube ich. Ui. Ja, wenigstens etwas. Ja, das können wir doch gut in der Hand... in die Hand nehmen. Yeah, komm ruhig her, du. Fritz, du. Ja. Es bleibt aber nicht bei einem 12-Stunden-Stream. Also nochmal zu den Streams an sich dieses Jahr, die geplant sind, die wirklich feststehen eigentlich. Nur ohne Datum, das sind einmal die zwei 12-Stunden-Streamer. Einmal... mit verschiedenen Spielen. Einmal ein reiner 12-Stunden-DayZ-Stream. Das steht auch an. Da suche ich übrigens noch Mitspieler. Wer mitspielen möchte, gerne. Dann schreibt mir mal entweder in die Kommentare oder auf Facebook eine Nachricht auf die Seite. Oder einfach... Ja, das war's eigentlich. Ihr seid auch Let's Player und wollt gerne mal mit mir spielen, aufnehmen, streamen. Dann schreibt es gerne... unter meine Geschäfts-E-Mail-Adresse, die hier auf YouTube angegeben ist. So, aber bitte wirklich nur die YouTuber. Privatleute bitte über Facebook am besten. Da sehe ich es am ehesten. So, der andere Stream, 12-Stunden-Stream, wie gesagt, verschiedene Spiele. Da rutsche ich jetzt nicht nochmal runter, das hatten wir schon mal, das Problemchen. Wie gesagt, andere Spiele wie Minecraft, TTT etc. PP. Hier können wir theoretisch runterrutschen, aber das lasse ich. Yeah, komm, wir sind der Checker. Der Checker von Mecca, oder wie heißt das so schön? Und des Weiteren wird es natürlich wieder von mir, wie letztes Jahr, unter anderem Accountnamen noch wieder... Oh, cool, eine Brille, die nehmen wir auch mit. Jetzt sehen wir richtig cool aus. Wird es wieder Streams zwischen den Pressekonferenzen auf der E3 geben. Einfach twitch.tv/teddygun_ger, weil Teddygun war schon vergeben, leider. Und dann können wir anfangen. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Gespielt wird da unter anderem Audiosurf zum Beispiel. Und noch das ein oder andere Spiel, natürlich. Und wir reden natürlich auch über die Spiele, die dort gezeigt wurden, etc. pp. So, lassen wir hier durchgehen. Zack, hier haben wir noch eine Jacke, eine größere Jacke. Zack, können wir die jetzt... Die können wir... Die siehst du? Okay. Also das zu den Streams. Hier war ich doch... Nein, hier war ich nicht. Ich war auf der anderen Seite. Das Schiff ist extrem groß, dass man hier gar nicht weiß, wo man überall schon war und wo nicht.
Jetzt nicht unbedingt von Vorteil oder so, ne? Aber. Naja, hier liegt zum Beispiel schon wieder was. Ja, ein blöder Cowboy-Hut, ey. Den brauche ich nicht. Da liegt auch irgendwas. Ja, ein Kleidchen. Toll. Ein Kleidchen, das brauche ich nicht. Das stört mir nicht so. Ja, schauen wir mal. Was haben wir denn noch so Schönes? Ja, ich will jetzt ungern irgendwo mit einer Leiter hoch, aber... Ich meine, das ist nur ein Messer, was wir dann verlieren würden. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich mache ja auch voll den Krach, ne? Aber das ist, glaube ich, nicht so das Problem. Da wir eh nichts haben, wird uns auch keiner angreifen. Und wenn es einer angreift, kriegt das Messer eine Fresse. Ja, so ungefähr halt. Ne, hier runtergehen ist blöd, habe ich gelernt. Aber man kann ja jetzt so und dann hier lang und dann kann man runter, ne? Ne, wie war denn? Doch da, genau. Und wieder zurück. So und so und so. Und schon geht's weiter. So. Und ich würde sagen, wie gesagt, nach dem Schiff habe ich Feierabend. Habe ich Feierabend. Das klingt auch cool. Feierabend hatte ich schon heute. Warte mal. Entweder war es jetzt im Spiel oder draußen. Ich fände es natürlich geil, wenn es im Spiel war, aber das wäre zu weit weg gewesen, glaube ich noch. Aber wie weit geht denn die Mikrofonreichweite hier, wenn jemand so ein bisschen reinschreit? Wisst ihr das? Das wäre mal interessant zu wissen. Wenn das jemand weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja... Wie gesagt, das war's jetzt erstmal mit dieser Daisy-Folge. Wir sehen uns dann hoffentlich übermorgen wieder bei einer neuen Folge oder in dem Stream, der die Tage folgt. Aber das, der ist dann nämlich schon gefolgt eigentlich. Von daher macht das nicht mehr so viel Sinn. Aber wir streamen demnächst wieder öfter. Da freue ich mich auch drauf, denn ich streame sehr gerne. Gut, aber genug der Worte. Wir sehen uns hoffentlich übermorgen wieder bei einer neuen Folge Let's Play Daisy. Dann hoffentlich besser equipped. Bis dahin, haut rein, liebe Freunde, und ciao!